Jo, moin Schrauberfreunde! Mein erstes Video im Jahr 2021 und ich würde mal sagen, wir steigen einfach direkt ein. Und zwar, mich hat Fanpost erreicht. Das ist zwar schon an Weihnachten passiert, aber naja gut, ne, lieber zu spät als nie. Das Ganze ist vom René, der hat auch einen YouTube-Kanal, der nennt sich Steelstyler. Und zwar habe ich dem für seinen Unimog die Einspritzpumpe gemacht. Da war er so glücklich drüber, dass er gedacht hat, jo, ich mache dir auch ein Geschenk und eine Überraschung. Und zu Weihnachten hat mich dann dieses geile Herz erreicht. René, ich freue mich riesig darüber. Ich werde hier an das Namensschild, da werde ich noch mit meinem Laser was reingravieren. Leider schafft er kein Metall, eventuell muss ich das dann galvanisch machen, mal gucken. Aber kriegen wir schon hin. Wie gesagt, dir nochmal vielen Dank. Ich werde deinen Kanal verlinken. Ich würde euch einfach mal bitten, guckt bei dem mal rein. Ich verlinke das mal da, hier so. Ne, oh, das ist immer so kompliziert mit der blöden Kamera. Ne, hier, da, da. Ne, guckt da einfach mal rein und lasst dem ein Abo da. Also was der sich eine Arbeit macht mit dem Unimog und was da ein Geld und eine Zeit reingeht, das ist unglaublich. Hätte ich, glaube ich, nicht die Muse für. René, du hast meinen Respekt. Und ich zeige euch jetzt mal das Herz ein bisschen näher. Ich wünschte, ich könnte so gut schweißen, aber man kann ja nicht alles gönnen, ne? It's all about humanity. Na, wenn das nicht mal ein geiles Teil ist, was? Wie gesagt, René, der macht super Arbeit auch an seinem Unimog und geht auf jeden Fall mal auf seinen Kanal gucken. Also was der eine Leistung vollbringt und mit welcher Ruhe und Liebe er diesen Unimog aufbaut und aufgebaut hat, das ist schon eine andere Welt. Und ich, René, das kann ich dir auch persönlich sagen, ich bin echt stolz drauf, auch einen Teil dazu beigetragen haben zu können. Ich habe übrigens noch ein Special gefilmt. Und zwar war ich bei einem Freund auf dem Hof, der hatte Probleme mit seinem Traktor, der hatte Ölverlust an der Einspritzpumpe. Und ja, da gab es ein kleines Problemchen, und zwar MWM-Motor, keine Markierungen auf der Riemenscheibe. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, komm, drehst du mal ein Video drüber, wie du denn OT findest an einem Motor ohne Markierungen auf der Riemenscheibe. Und das mit einer sehr simplen Methode, nämlich mit einer 8er Mutter. Und darauf könnt ihr echt mal gespannt sein. Das Video wird dann Mitte nächster Woche hochgeladen. Und ja, damit ihr es nicht verpasst, denkt an ein Abo, lasst einen Daumen hoch da und ich wünsche euch was. Euer Dominik.